Hallo Lieben und herzlich willkommen in meiner Zuckerwelt. Heute habe ich einen richtig guten Ruckzuckkuchen für euch und zwar einen Buttermilchkuchen mit Himbeeren. Ihr könnt natürlich egal welche Beeren verwenden. Ich liebe Himbeeren, darum gab es bei mir heute Himbeeren. Ihr benötigt folgende Zutaten. Ihr braucht 350 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, 3 Eier, 300 Milliliter Buttermilch, Vanillearoma, 200 Gramm Beeren nach Wahl, eine Prise Salz und einen Teelöffel Backpulver. Die Eier werden ganz kurz in der Küchenmaschine aufgeschlagen. Dann kommen die restlichen Zutaten mit dazu, wie das Salz, der Zucker und das Vanillearoma. Die Masse wird dann weitere 10 Minuten geschlagen, bis sie sich verdoppelt hat. Und dann könnt ihr schon die Buttermilch hinzufügen. Wichtig ist übrigens, dass alle Zutaten Zimmertemperatur haben. Genau, und wenn die Masse dann gut verrührt ist, dann das Backpulver mit dem Mehl vermischen, gebt das Ganze durch einen Sieb in euren Teig und verrührt das Ganze mit einem Schneebesen, damit der Teig schön glatt wird. Anschließend kommt der Teig dann in eine Backform. Ihr könnt ja das Backblech verwenden, wenn ihr ein tiefes Backblech habt. Ich habe es leider nicht. Darum habe ich da mal Backform verwendet. Die Maße der Backform schreibe ich euch in die Infobox. Genau, dann kommt der Teig eine, verstreichen und obendrauf kommen dann die Beeren nach Wahl. Am besten nehmt ihr frische Früchte. Ich habe leider keine daheim gehabt und darum habe ich meine TK-Himbeeren verwendet. Das geht ganz genauso, also ihr könnt beides hernehmen. Gebacken wird der Kuchen dann mittlere Schiene bei 180 Grad, Ober-Unterhitze für ca. 20 bis 30 Minuten. Da müsst ihr halt schauen, wie euer Ofen tickt, denn ihr wisst ja, jeder Ofen backt bzw. heizt anders. Ich habe meinen Kuchen nach der Backzeit dann abkühlen lassen, habe in Frischhaltefolie backt und habe ihn dann erst am nächsten Tag weiterverarbeitet. Mir schmeckt der Kuchen am allerbesten wirklich am nächsten Tag, wenn er dann schön gezogen hat. Da kommt dann ein bisschen Puderzucker oben drauf und dann könnt ihr ihn noch mit ein bisschen Schlag Sahne servieren, lasst sie super vorbereiten. Der Kuchen hält euch gekühlt 3 bis 4 Tage und einfrieren könnt ihr ihn auch noch. Ich finde ihn super lecker, den gibt es halt bei uns zur Nachspeise zum Grillen. Ja, und wenn euch mein Rezept bzw. das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!